Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich grüße Sie aus der Wiesbadener Musikakademie. Ich bin Mirjana Peterzoll, Dozentin für Akkordeon und Kammermusik. Und mit dieser Aufzeichnung möchte ich gerne eine kleine Kostprobe des Wintersemesterprojekts präsentieren, der allerdings in seiner vollen Länge als Konzert am 23. März hier in unserem Kulturforum, in der großen Konzertsaal unseres Instituts. Zu dem ich Sie natürlich sehr herzlich einlade. Das wird auch live präsentiert. Das Thema des Projekts handelt das Schaffen von Komponistinnen gestern und heute. Und da heute 8. März ist, möchte ich Sie alle herzlich gratulieren zu diesem wichtigen Tag. Es ist ein internationaler Frauentag, ein Termin, der seit über 100 Jahren präsent ist und uns immer erinnern soll, dass Frauen immer und überall gleichberechtigt sind. Das erste Stück, was Sie heute hören, ist ein Duett für zwei Trompeten von einer deutsch-amerikanischen Komponistin Ruth Schoenthal. Ihre Werke sind eine Synthese zwischen traditioneller klassischer europäischer Musik, amerikanischer Moderne und Folklore aus Mexiko. Und die präsentieren Stationen ihres Lebens, die sie leider als europäische Jüdin durchleben musste. Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Alma Mahler. Diese drei Namen werden sehr häufig in den gleichen Atemzug erwähnt. Die drei Grand Damen kamen aus den gutbürgerlichen Familienverhältnissen und waren exzellent ausgebildet, nicht nur als Pianistinnen, sondern auch als Komponistinnen. Und ich hatte aber auch weitere Interessen, wie zum Beispiel Herausgeben von Noten oder Dozieren oder Dirigieren, aber auch Organisation von Konzerten. Sie hören jetzt zwei Lieder von Mendelssohn und von Mahler, eine musikalische Gattung, die zu der Zeit eine sehr gute Verbreitung, große Verbreitung in den deutschsprachigen Raum hatte. Pauvre Jeannette qui chante moi si bien. Je soupire loin de mon ami, ne sera de moi d'autre que ma vie, ne sait rien de
Romantische Epoche inspirierte und beeinflusste Komponistinnen und Komponisten auch bis heute. So hören Sie das nächste Stück, ein Trio für drei Bläser von der amerikanischen Komponistin Meg Mitchell in Form von einem Tango. Thank you.
ungarische Komponistin und Musikwissenschaftlerin Diana Cemerita komponierte ihr Duett für Flöte und Gesang aufgrund des Gregorianischen Chorals. Sie werden jetzt das Werk hören in einer Crossover-Form, nämlich mit der Originalfassung, die Antiphona des Gregorianischen Chorals, wie die Aquam, und das Stück von Diana Cemerita. Thank you.
Und mit diesen mystischen Klängen verabschieden wir uns für heute. Wir laden Sie ein zum direkten Konzert am 23. März hier live in unserem Kulturforum Wiesbaden Musikakademie.